Ich habe mir in den vergangenen Tagen und Wochen das iPhone 8 bzw. 8 Plus etwas genauer angeschaut und auch wenn ich erst etwas negativ gestimmt war, wurde ich positiv überrascht. Und warum? Das erfahrt ihr nach dem Intro, also viel Spaß! So viel hat sich im Vergleich zum iPhone 7 ja echt nicht geändert. Die Abmessungen sind identisch, die Formen, die fetten Displayränder, die Displays selber und auch die allgemeine Experience bei der Benutzung im Alltag. Trotzdem hat Apple zum Beispiel durch die Glasrückseite dafür gesorgt, dass sich das iPhone viel hochwertiger anfühlt, was im direkten Vergleich zum iPhone 7 extrem auffällt. Aber auch die Verarbeitung ist so gut wie noch nie und eigentlich könnte sie nicht wirklich perfekter sein, was bei einem solchen Preis ja wohl zu erwarten ist. Und für jeden, der sagt, dass das iPhone 8 ist, weil es genauso ist wie das iPhone 7, der sollte es mal selber in die Hand nehmen, denn ob man es glaubt oder nicht, es fühlt sich an wie ein komplett neues Gerät. Schaut man sich dann jedoch die Vorderseite an, wird schnell klar, so viel hat sich hier leider nicht geändert. Wie kann es bitte sein, dass wir im Jahr 2017 noch immer gut 900 Euro für ein iPhone ausgeben müssen und man dann wie schon die letzten Jahre die gleichen fetten Displayränder ertragen muss? Klar kommt noch das iPhone X, aber das ist eben nochmal teurer. Aber auch die Displays sind unverändert. Das bedeutet, beim kleinen iPhone haben wir auch in diesem Jahr wieder 4,7 Zoll bei einer Auflösung von lächerlichen 750p. Und mal ganz im Ernst, ich finde, das ist schon eine Frechheit, gerade wenn man bedenkt, dass man bei anderen Smartphones für 200 Euro schon besseres bekommt. Beim Plus-Modell sind es immerhin 1080p und bei 5,5 Zoll ist das im Alltag auch meistens ausreichend, wobei man auch ganz klar den Unterschied zu einem 1440p Panel sehen kann. Ich muss aber zugeben, dass die eigentlichen Panels einfach verdammt gut sind, auch wenn es hier leider weiter nur IPS ist und nicht wie beim iPhone X zum Beispiel ein AMOLED-Screen. Die Farben sind sehr real, trotzdem schön gesättigt und auch die Kalibrierung gefällt mir sehr gut, sofern man True Tone deaktiviert hat. Das ist nämlich neu und sorgt dafür, dass sich das Display immer passend zum Umgebungslicht kalibriert. In der Theorie ist das auch ganz cool, aber in der Praxis hat es mich eher genervt. Dafür ist aber die Helligkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ausreichend und auch die Blickwinkel sind sehr gut. Gefühlt hat Apple hier aber auch nochmal im Vergleich zum iPhone 7 an den Kontrasten gearbeitet, welche jetzt nochmal einen besseren Eindruck machen. Ebenso verbessert wurde aber auch die Hardware und in diesem Jahr fällt diese dank dem A11 Bionic Prozessor verdammt gut aus. Ich meine, das iPhone 7, das hat ja schon ziemlich viel Leistung, aber ich finde, man merkt einfach schon nochmal, dass das iPhone 8 ein ganzes Stück mehr Leistung hat. Die 2 GB RAM im kleinen iPhone und 3 GB im großen Plus-Modell fallen leider etwas negativ auf, weil das System an vielen Stellen, wo man es einfach nicht erwartet, Sachen neu laden muss und da merkt man schon den Unterschied zu einem Galaxy Note 8, welches zum Beispiel 6 GB hat. Langsam läuft das iPhone deswegen aber nicht, was durch die perfekte Abstimmung von Software und Hardware schon immer ein Riesenvorteil von Apple war. Das sorgt auch dafür, dass die Laufzeit trotz eines vergleichsweise kleinen Akkus nicht wirklich schlecht ist. Mit dem Plus-Modell habe ich ab und zu eine Laufzeit von einem Tag gehabt, wobei in den meisten Fällen sogar 2 Tage möglich waren. Im Vergleich zum Vorgänger sind da aber meiner Ansicht nach keine wirklich nennenswerten Unterschiede. Zur Info für euch und nicht ganz unwichtig ist, dass das große Plus-Modell eine deutlich bessere Akkulaufzeit hat als das kleine Modell, weil in das größere Gehäuse im Verhältnis ein größerer Akku reinpasst. Also 2 Tage Akkulaufzeit sind mit dem kleinen Modell auf keinen Fall drin. Beim Ladeport setzt Apple auch in diesem Jahr auf Lightning, wobei man diesen Port nicht immer benutzen muss, da das iPhone 8 dank der Glasrückseite auch per Wireless Charging geladen werden kann. Im Vergleich zu der Konkurrenz lädt das iPhone darüber zwar nicht so schnell, aber immerhin kann man jeden handelsüblichen Qi-Charger nutzen und muss nicht überteuertes Zubehör von Apple kaufen. Sofern man ein Lightning auf USB-C-Kabel mit dem passenden Charger mit mindestens 29 Watt hat, kann man den Akku aber auch in nur 30 Minuten auf 50% laden. Und das ist schon ordentlich schnell. Richtig doof ist jedoch, dass man dieses Zubehör eben extra kaufen muss und nur ein Standard-Lightning-Kabel mit dem klassischen Netzteil mitgeliefert wird. Ich meine mal ganz im Ernst, als ob es so viel teurer gewesen wäre, gleich etwas Passendes beizulegen. Aber die größte Neuerung beim iPhone 8 ist die Kamera, denn auch wenn das auf dem Datenblatt erstmal gar nicht so scheint, hat sich diese doch stark verbessert. Die Auflösung beträgt weiterhin 12 Megapixel, wobei das Plus-Modell wieder die zweite Linse mit dem zweifachen Telezoom extra verbaut hat. Die Fotos im Allgemeinen sind sehr natürlich, aber im Vergleich zu den letzten Jahren endlich bisschen farbenfroher, was die Bilder einfach interessanter anzusehen macht. Außerdem sind die Bilder aber auch nochmal schärfer und haben ebenso einen noch höheren Dynamikumfang. Richtig extrem sieht man den Unterschied dann aber bei schlechten Lichtverhältnissen, denn wo das iPhone 7 noch etwas hinter der Konkurrenz hinterherhing, ist das iPhone 8 jetzt vor allen anderen.
Bildrauschen ist kaum vorhanden, die Bilder sind aber trotzdem noch ausreichend hell und die Details sind noch vorhanden. Außerdem sind sogar die Farben noch sehr akkurat, was man nur bei sehr wenigen Smartphones so sieht. Aber auch das ist noch nicht genug, denn auch im Videomodus hat sich einiges getan. 4K-Videos können jetzt mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden und Slow Motion in Full HD mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Und das ist krass, gerade wenn man bedenkt, dass all das mit so einem kleinen Smartphone möglich ist. Das frisst natürlich ordentlich Speicher, aber endlich hat Apple mal verstanden, wie man die Speicherpolitik macht. Denn sie haben jetzt im kleinsten Modell ganze 64 GB und für einen Aufpreis kann man sich dann auch noch einen größeren Speicher mit 256 GB kaufen. Und ich denke, diese Speicheroptionen, die sind wirklich für jeden passend. Teuer ist das iPhone aber trotzdem allemal. Ich meine, für das kleine Modell ganze 799 Euro und das Plus-Modell sogar 909 Euro. Und das ist schon verdammt viel Geld. Und wenn ihr nicht unbedingt die bessere Kamera braucht und die Glasrückseite inklusive Wireless Charging, dann könnt ihr auch getrost das iPhone 7 kaufen, denn das ist in den meisten Punkten eben auch ziemlich identisch. Alternativ kommt demnächst auch noch das iPhone X bzw. wie es offiziell heißt iPhone 10 auf den Markt und auch wenn das Ganze nochmal deutlich teurer ist mit um die 1200 Euro je nach Speicherkonfiguration, bekommt man hier eben nochmal deutlich mehr geboten, so zum Beispiel ein Display, was deutlich dünnere Displayränder hat und so auch ein größeres Display in einem kleineren Gehäuse bietet, eine noch bessere Kamera und allgemein so nochmal ein paar neuere Technologien wie zum Beispiel Face ID und insgesamt ist das natürlich das deutlich bessere Gerät. Und wenn ihr den Aufpreis irgendwie bezahlen wollt, dann wäre das, denke ich, auch noch eine gute Alternative. Aber nichtsdestotrotz ist das iPhone 8 ein super Gerät, welches eben durch dieses iPhone X mehr in den Schatten gestellt wird. Also, wenn ihr Interesse an den Geräten habt oder besser gesagt an dem Gerät, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, denn dort befindet sich der Kauflink und weitere Informationen. Und sonst hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!